Hallo Feuer und Sonne, da bin ich wieder und wir sind gerade unterwegs. Ich muss kurz noch mal gucken. Sekunde. Okay. Muss schauen, ob die Aufnahme überhaupt läuft. So. Ja, ich habe mich von da nach hier bewegt. Und jetzt bewegen wir uns. Wir brauchen Essen, ne? Wir haben nichts mehr zu futtern. Aha. Erstmal brauche ich was zu essen, das ist mal Fakt. Und jetzt geht's erstmal nach Hause. Okay. Hallo? Lutsch eine Zitrone. Wir sind noch nicht bereit. Für noch einen Fight. Dafür sind wir noch nicht ready. Das hier irgendwie voll kriegen. So, was haben wir da erledigt? Gehen wir mal wieder hier ran. Mal wieder ein bisschen Punkte drin holen. Ja, achte mal auf die Bubbles, die sind jetzt gerade noch voll. Das sind jetzt gerade volle blaue Bubbles. Noch. Da, jetzt nehmen sie ab, seht ihr das? Die nehmen jetzt ab, der hat keine Lust mehr oder kann nicht mehr oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Gehen wir mal zum Kaffee. Hallo. Das wollte ich mir aussuchen, ob ich das will oder nicht. Kann ich nicht machen, was er will. Dann würde ich ja Pizza bestellen. Guck mal, die kostet weniger und bringt genauso viel. Das läuft doch. Viel Glück hier muss ich noch nicht machen. Er bringt nur die Hälfte, ne? Auch nicht so gut. Gehen wir mal Pizza ausliefern. Ah, ich weiß nicht, treffe ich bestimmt wieder auf den anderen Typen, der haut mir übelst die Hucke kaputt. Dieses Pizza ausliefern bringt ja irgendwie nicht so viel, wa? Ich finde, das bringt weniger Geld ein. Ein bisschen blöd. Aber wahrscheinlich geht dadurch alles hier weniger runter. Weniger schnell. Vermute ich mal. Also ich werde den Kampf mich da nicht anmelden diesmal. Hier noch zu Ende. Ach, das ist schon zu Ende. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann bestelle ich noch mal eine Pizza. Große. Noch mal eine. So, und dann ab nach Hause. Was ist das?
Oh mein Gott. Eine Kitty. Eine streichelfähige Kitty. Okay, das Anhören beginnt in 2 Tagen. Dann müssen wir uns irgendwie fit kriegen. Fit wie ein Turnschuh. Fit wie ein turnenden Schuh. Mal rein, gehen die Murmels jetzt voran. Ja, ordentlich voran. Ja, ja, beginnt morgen. Weiß Bescheid. Und da ging es wieder runter. Das ist nicht toll. Jetzt kriege ich wieder nur einen Teil davon, von dem Ganzen, was ich so trainieren kann. Ich brauche noch die andere Gerätschaft, eindeutig. Erstmal jetzt noch das eine Fleischding hier auf. Können wir da noch arbeiten gehen? Ja. Das bringt ja viel mehr. Geh lieber da arbeiten. Aber das tut noch ein bisschen hier die Punkte hochmachen, das ist gar nicht so schlecht. Und bringt halt einiges mehr Geld. Jetzt mache ich erstmal Asche. Gehen wir hier hin. Oha! Her mit dem Geld, sagt er. Okay. Ich weiß nicht, der wird mir wahrscheinlich... Der wird mir wahrscheinlich übelst die Scheiße aus dem Leib polieren. Jo, ich war schnell genug. So, jetzt stellen wir uns das Ding dahin. Na komm, wir melden uns an. Mehr als auf die Fresse kriegen können wir ja nicht. Mehr als komplett auf die Schnauze kriegen können wir ja nicht. Guck, vielleicht gibt er uns was zu essen. Ich glaub nicht, dass ich hungrig bin. Verbessert hat sich ja bei uns gerade nicht so wirklich, wa? Dass wir jetzt sagen könnten, dass wir den Typen da schlagen. Kann mir nicht vorstellen, dass wir den schaffen. Aber gut, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Vermutlich nicht. Vermutlich wird er uns so die Scheiße aus dem Leib prügeln, dass wir gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Unser neues Trainingsobjekt, da ist es. Schlimm ist, es macht ihn nicht glücklich. Dann bringt das ganze Training auch nichts. Muss man ihn irgendwie glücklich kriegen. Wichtig, wichtig.
Weil sonst bringt der ganze Training nichts. Wenn der Typ nicht glücklich ist. Oder glücklich wird. Schaffen wir eh nicht den Kampf gegen den. Unmöglich. Ich meine, wir haben ja nichts verbessert jetzt gerade. Ein bisschen. Da war ein Eichhörnchen. Wenn wir unser letztes Mu aufessen. Und dann versuchen wir es. Gott, wird der uns die Scheiße aus dem Leib prügeln. Uiuiui, na gut. Der hat auch so unglaublich viel Leben. Ich weiß gar nicht, wie kriege ich denn mein Leben hoch? Au. Boah, angetäuscht voll in die Fresse getreten. So ein dummes Stück Scheiße. Oh. Oh, wenn der Typ nicht immer mit einem Schlag so viel Leben abziehen würde, wäre es alles okay. Nein, wir teilen ja ab und zu auch mal ganz gut aus, ne? Also da gehen schon einige Dinger drin bei dem, aber der macht halt einen Schlag und dann so BAM 10 weg. Ein Treffer noch und dann sind wir weg von dem Typen. Wir wollen uns nur wieder so ein 10er Ding reinknallen. Wir haben auch keine Energie mehr. Er aber auch nicht. Oh, da war's. So schade, ne? So schade. Ist nicht scharf. Aha, okay. Erstmal brauchen wir Geld. Wir brauchen nämlich Essen. Darum müssen wir uns jetzt kümmern, das ist wichtig. Vielleicht sollten wir uns diesen Ultimate Fighting Quatsch nochmal angucken da. Also Kämpfe brauchen wir im Moment nicht machen. Gegen die in der Liga, die hauen uns die Hucke voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Müssen wir erstmal Essensvorräte kaufen wieder hier. Aber wir können ja trotzdem mal bei der Zauberei vorbeigucken. Wo sind die? Nee, nee, nee. Sportgeschäft soll ich gehen. Magier. Das. Das ist der Typ, dem zaubert weg. Wärst du blöd. Ne, da kann ich drauf verzichten, ne. Komme ich da jetzt Mutant wieder raus oder so? Vorräte sind hier übelst draufgegangen, ey. Oh,
brauchen wieder Geld. Wir brauchen wieder Geld. Es fehlt uns. Es fehlt ein Haufen Asche. So, was machen wir hier nochmal wieder alles ein bisschen hoch? Hochzubringen ist echt nicht einfach, ey. Muss ich ja mal sagen. Sinkt halt immer so krass ab. Er wird irgendwie gar nicht mehr so richtig müde, ne? Soll mir egal sein, immer schön trainieren, trainieren, trainieren. Das bringt uns voran. Jetzt will er nicht mehr so ganz. Jetzt essen wir was. Noch was. Und lass uns mal via Ultimate Fighting die Fresse kaputt schlagen. Kriegt eine Maske. Ah, ich sehe dich aus wie ein Polizist. Kämpfen nicht jeden Tag und kämpfen richtig fertig. Woran erkenne ich, wann die kämpfen? Ach, hier. Cool. Nicht cool. Aua! Aua! Hör auf! Schlag mich nicht mehr! Hör auf, mich zu schlagen! Oh mein Gott! Haben wir ihn schon mal auf den Boden geschickt. Das war doch schon mal ganz gut. Technisch auf den Boden gejagt. Gleich nochmal. Sehr gut. So könnten wir gewinnen. Weil der hat keine Ausdauer mehr. Der Typ kann nichts machen. Wenn wir den immer schön weiter auf den Boden jagen. Jawoll. Hau ihn die Scheiße aus dem Leib. Komm schon. Jetzt. Gib ihm! Jawohl! Oh mein Gott! Ja! Und ich hätte gedacht, das verlieren wir. Und dann haben wir den so hart abgezogen. Geile Scheiße. Perfekt. Das lief doch richtig gut. Wer bist du denn? Okay. Ja, da muss ich halt Meister werden. Ganz trocken. Das war doch cool, oder? Das war doch richtig cool. Gehen wir noch ein bisschen arbeiten. Haben wir dem mal richtig die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Ultimate Fighting, da wisst ihr Bescheid, ja? Im normalen Ring gewinne ich nicht, aber im Ultimate Fighting hau ich den Profis in die Fresse. Ist klar. Aber gut, wir wollen uns nicht beklagen, das hat Geld gebracht und es war mega gut. Und so ein spontaner Kampf ist natürlich auch geil. So, wir haben uns erstmal hier einen schönen Vorrat an Futter gleich kaufen wieder. Oh, jetzt sind wir zu müde. Ab. Dann holen wir uns mal ein bisschen Futter. Ein wenig Mu. Ach komm, ein bisschen geht noch. So. Damit sind wir ja schon mal gut ausgerüstet. Und bewegen uns Richtung Heimat.
und sind auch schon wieder rum. Die Zeit ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, wenn was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.